Willkommen bei Motorwoche. Wir sind für euch unterwegs mit dem Facelift der neuen Alfa Romeo Giulietta. Die neue Alfa Romeo Giulietta wird nun optisch sowie vom Modellangebot der neuen Alfa Romeo Giulia angepasst. Vor allem an der Front erkennt man das Facelift. Das überarbeitete Scudetto sowie ein Stoßfänger mit großen Lufteinlässen lassen die Giulietta sportlich dastehen. Auch das modernisierte Markenlogo deutet auf das neue Modell hin. Die Seitenansicht bleibt überwiegend gleich. Highlight sind die versteckten hinteren Türgriffe. Das Heck präsentiert sich stämmig und trotzdem dynamisch. Ins Auge fallen die Doppelauspuffanlage und die zweiteiligen LED-Rückleuchten. Vorne gibt es Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sowie Kurvenlicht. Die Platzverhältnisse vorn sind überaus üppig, das Lenkrad lässt sich weit verstellen, genügend Raum für Kopf und Beine sind somit gegeben. Hinten geht es etwas enger zu, mir persönlich reicht die Kopffreiheit nicht ganz aus. Das Kofferraumvolumen beträgt 350 bis 1045 Liter. Wir fahren den 2 Liter Conrail Diesel mit 150 PS, welcher ein Drehmoment von 380 Newtonmeter erreicht. Durch den DNA-Schalter kann man den Motor von sehr komfortabel auf spritzig und agil stellen. Das Fahrwerk und die Lenkung sind ein guter Kompromiss aus sportlich, aber nicht zu schwergängig. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten fährt die Giulietta sehr ruhig und bietet im Innenraum einen angenehmen Geräuschpegel. Auch bei Geschwindigkeiten über 200 km/h ist die Fahrstabilität gegeben. In unserem Test hat die neue Giulietta bei sportlicher Fahrweise 5,3 Liter verbraucht. Die Werksangabe liegt bei 4,2 Litern. Die Materialien im Innenraum wirken hochwertig. Das Besondere an der Giulietta ist das neue Uconnect Live System. Mit der Möglichkeit, Alpha Performance Daten anzuzeigen, Twitter und Facebook zu aktualisieren und Music Streaming zu nutzen. So, willkommen im Innenraum der neuen Giulietta. Hier am Anfang haben wir natürlich das Lenkrad. Man sieht ein wenig das Markenzeichen des Alfa Romeo, das Scudetto. Auf der linken Seite haben wir hier die Laut-Leise-Taste, Stumpfschaltung und Sprachsteuerung. Auf der rechten Seite Annahme und Auflegen des Telefons. Und hier kann ich weiterschalten, um die Lieder, je nachdem was ich haben will, zu hören. Der Tacho befindet sich hier links. In der Mitte haben wir die Tankanzeige sowie die Temperaturanzeige für Wasser. Und auf der rechten Seite den Drehzahlmesser. In der Mitte ist der Bordcomputer. Er zeigt uns die Kilometer an, die Temperatur, Uhrzeit, Datum und in welchem DNA-Modus wir fahren. Außerdem haben wir sehr schöne Animationen beim Ein- und Ausschalten des Alphas, wie zum Beispiel das Wegfahren. Unterhalb des Blinkerhebels finden wir hier die Einstellung des Tempomaten. Hier im Facelift der Giulietta haben wir das Uconnect Live-System. Wir haben mehrere Funktionen, einmal natürlich ganz einfach Radio, dann Media, die Navigation sowie Phone. Wir können hier unser Telefon koppeln und wir haben Apps. Diese werden über Uconnect Live geladen und damit kann ich dann zum Beispiel TuneIn nutzen. Dieser Facebook-Status kann ich hier updaten, auch Twitter. Und auch Verkehrsnachrichten oder Reuters mir hier angucken. Dann können wir uns hier noch anschauen auf Trips, wie viel Kraftstoff wir genutzt haben, was der momentane Verbrauch ist, die Reichweite und je nachdem, wie wir gerade die letzten 800 Kilometer zum Beispiel gefahren sind. Für das Uconnect-System gibt es noch die passende App im App Store. Unten drunter finden wir unsere Klimaautomatik. Die Schalter sind sehr gut verbaut und lassen sich sehr gut drehen. Ganz unten links haben wir hier den DNA-Kippschalter. Hier kann ich zum Beispiel auf den Dynamikmodus drücken oder auf All-Wetter. Trotz vieler positiver Aspekte müssen wir zwei kleine Punkte ansprechen. Das Einstellrad der Rückenlehne ist mit großen Händen nur schwer bedienbar, da die Gurtverankerung leider genau darüber liegt.
Zudem ist die Gasannahme im Dynamic-Modus beim Anfahren für unseren Geschmack etwas zu gut gemeint. Im Großen und Ganzen aber ist der Alfa ein solides und gut gelungenes Fahrzeug. Im Vordergrund steht dabei das tolle Design sowie die Hochwertigkeit im Innenraum. Auch das sportliche Fahrwerk im Zusammenhang mit dem spritzigen, aber dennoch sparsamen Motor haben uns überzeugt. Das war unser Test vom neuen Alfa Romeo Giulietta. Vielen Dank an Overview Pictures, die uns bei den Drohnenaufnahmen geholfen haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen und vor allem einen Daumen nach oben. Und auf der rechten Seite habe ich noch den Astra K Sportstourer für euch sowie den Tiguan.